David Bowie, ein Ausnahmekünstler bis in den Tod hinein. Immer neugierig auf Neues, noch auf dem Totenbett. Kurz vor seinem Tod ging Bowie auf ein paar New Yorker Filmemacher zu und gab ihnen den Auftrag, sein letztes Album Black Star in eine Miniserie zu übersetzen für Instagram. Mit 15 Sekunden pro Video, eine noch ganz junge Kunstform im Internet. Er wollte sehen, was wir daraus machen. Es gab keine Regeln, er hat nicht gesagt, so will ich es. Wir wurden in einen abgeschiedenen Raum gesetzt und uns wurde das Album Black Star einmal vorgespielt, nur die Musik. Wir durften keine Fragen stellen, nur Notizen machen. Und das kam raus. Da sitzen Menschen in einer edlen, alten, englischen Bibliothek. Aber wer sind diese Leute? Und nach 15 Sekunden ist alles vorbei. Die Serie heißt Unbound und wird sich nun in 16 Folgen entfalten, nach und nach ins Netz gestellt. Eine surreale Fortsetzungsgeschichte, die sich ganz langsam zu Bowies Klängen entwickelt. Aber wer ist dieser kleine Junge, der da über die Musik hineingesogen wird in eine Traumwelt? Sehen wir da die Lebensgeschichte von David Bowie? Es hängt alles von dir als Zuschauer ab. Wenn das für dich ein Traum ist, dann ist es ein Traum. Aber wenn du den Eindruck hast, es passiert jetzt, dann passiert es jetzt. Ich glaube, so ist es auch mit Bowies Album. Er hat Spuren und Hinweise hinterlassen, aber keine Antworten. Unbound ist wie ein fortlaufendes Rätsel im 15-Sekunden-Format, mit Spezialeffekten aufwendig produziert. David Bowie ließ den Machern alle Freiheiten, gab aber bis kurz vor seinem Tod Ratschläge. It was very fascinating feedback. Very specific comments. Von David bekamen wir per E-Mail faszinierende Kommentare. Aber es waren nur wenige Hinweise, die er uns gab. Und wegen seines Todes konnten wir ihn nicht mehr fragen, was er genau gemeint hatte, warum er bestimmte Dinge anders haben wollte. David Bowie hat in die Besetzung der Rollen eingegriffen. Engagiert in diesem neuartigen Kunstprojekt bis in seine letzten Stunden. Fans spekulieren jetzt schon über das, was Bowie da angestoßen hat. Die Leute pflücken das Rätsel auseinander. Ich finde das toll. So war es gedacht. Wir wollten keine in sich geschlossene Geschichte erzählen. Wir wollen nicht alles erklären. David Bowie verspielt und rätselhaft und bis zuletzt auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten.